In Thüringen ermittelt die Staatsanwaltschaft auf Hochtouren. Dort soll vor genau einer Woche eine Schülerin Opfer eines massiven sexuellen Übergriffs eines Triebtäters geworden sein. Das Kind soll sich zu dem Zeitpunkt am frühen Nachmittag auf dem Nachhauseweg befunden haben, als es überfallen wurde. Nähere Angaben zur Identität des mutmaßlichen Täters und zum Tathergang machte die Polizei nicht, um den, Zitat, Erfolg der Ermittlungen nicht zu gefährden. In einem Schreiben informierte daraufhin die Schulleitung der staatlichen Grundschule die Eltern, wie sie sich im Ernstfall verhalten sollen und wie auch die Schüler sich verhalten sollen. Schauen wir zu Lutz Stordel nach Erfurt. Lutz, wie sind denn nun die Reaktionen der Anwohner? Na, wir haben mit ein paar Eltern sprechen können, die sind vor allem erbost oder verunsichert, dass sie eben keine weiteren Informationen bekommen. Es gibt den Brief der Schulleitung, in dem also die Eltern gebeten werden, die Kinder nochmal darauf hinzuweisen, wie man sich auf dem Schulweg verhält. Aber ansonsten weiß man nichts. Es gibt auch keine Hinweise darauf bislang, dass man jemand wüsste, in welcher Klasse der Vorfall passiert ist. Wen es betroffen hat, weiß man auch nicht. Und die Polizei selbst und die Staatsanwaltschaft, die hüllen sich eigentlich in großes Schweigen. Also wir haben heute früh noch mal mit der Polizei telefoniert. Es geht dort keiner vor die Kamera. Und dort sagt man am Tag 6 der Ermittlungen, man prüfe einen Anfangsverdacht wegen einer Sexualstraftat. Also nach 6 Tagen ist das relativ wenig, wenn man dann einen Anfangsverdacht hat. Also gab es nun eine Straftat oder nicht? Und weil so wenig durchkommt, wabern dann natürlich wiederum die Gerüchte. Die sozialen Medien werden befeuert. Man sagt, einer würde hier rumlaufen, der hätte schon mehrfach Kinder angesprochen. Dann ist wieder die Rede von einem Täter mit Migrationshintergrund, der in das erste Profil überhaupt nicht hineinpasst. Also man lässt extrem viel Freiraum in dieser Verunsicherung. Und das ist nicht gut. Also das ist für die Eltern zumindest eine große Belastung. Man hätte hier gerne Klarheit. Und wir müssen nun abwarten, was kommt dabei heraus, wenn also nach einer Woche die Polizei, die Staatsanwaltschaft immer noch einem Anfangsverdacht nachgehen. Man will hier eigentlich lieber einen Täter gefasst haben. Es ist hier im Wohngebiet an der Schule keine Polizei präsent. Ich kann nicht genau sagen, was bei der Polizei eigentlich dort läuft, ob man überhaupt noch prüft, ob die Aussage vielleicht ja noch fehlerhaft sein könnte. Auch das ist ja möglich. Also es sind laufende Ermittlungen, wenig konkrete Hinweise. Lutz Stordel, danke schön für diese aktuellen Informationen aus Erfurt.